Heute ist der Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht worden. Wir haben mit Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency Deutschland, über den Index und seine wichtigsten Ergebnisse gesprochen. Was ist der CPI? Der CPI ist der weltweite Korruptionsindex, Korruptionswahrnehmungsindex, der vom Internationalen Büro von Transparency jedes Jahr erstellt wird. Er erfasst 180 Länder und führt ein Ranking auf, sozusagen zwischen den schwächsten und den stärksten Ländern. Welche Trends sind international zu sehen? Ja, es ist leider eine Stagnation, die über viele Jahre schon anhält. Es gibt also keine generelle Verbesserung. Es ist immer noch so, dass 2/3 der Länder, die untersucht werden, nicht mal 50% der maximal erreichbaren 100 Punkte erreichen. Und für die allermeisten Länder, auch für Deutschland, gilt, dass man auf dem Niveau, wo man gerade steht, bleibt. Und dann gibt es einige Ausnahmen. Man kann zum Beispiel feststellen, dass die USA unter Trump erheblich runtergegangen sind. Sie zählen jetzt nicht mehr zu den ersten 25 in dem Index. Auf der anderen Seite ist ein Land wie Estland in den letzten Jahren sehr hoch gestiegen, einfach weil die Politik entsprechend dafür gesorgt hat, dass weniger Korruption stattfand. Wie steht Deutschland da? Was muss getan werden? Ja, Deutschland steht etwa seit 6-7 Jahren unverändert bei 80 von 100 erreichbaren Punkten und ist damit an 10. Stelle des Rankings. Also steht gemessen auf der ganzen Welt relativ gut da. Aber dadurch, dass wir uns überhaupt nicht verbessern, sind auch die Problempunkte geblieben, die wir in den letzten Jahren schon angemahnt haben. Da geht es zum Teil um den Finanzbereich, da geht es um die Frage der Transparenz von Eigentum, dass erkennbar wird, wer ist denn tatsächlich der wirtschaftliche Eigentümer von Firmen oder auch von großen Gebäudekomplexen. Da geht es darum, dass bei den Abgeordneten und auch beim Lobbyregister Verschärfungen kommen müssen. Da ist im letzten Jahr was passiert, aber das ist noch nicht ausreichend und die neue Regierung hat ja auch erklärt, dass sie das verbessern will. Und wir haben insgesamt ein Defizit, was Transparenz angeht. Zu viele Möglichkeiten bestehen nach wie vor, sich auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu berufen oder auch auf das Amtsgeheimnis im Verwaltungsbereich. Da muss etwas geschehen und das sind auch die Punkte, die den Unterschied ausmachen zu den vor uns liegenden Ländern. Wenn wir daran arbeiten und wir werden versuchen, dafür zu sorgen, kann das auch mal besser werden in Deutschland.